Eigentlich wäre das Coaching ja eben schon zu Ende gewesen, aber ich weiß, dass da diese große Sucht nach Ausnahmen ist. Und was meine ich damit? Das ist sowas wie, ja, Kontaktsperre. Hab Sie verstanden, Herr Albert? Natürlich, klar, der Kaktus. Ich will mir ja auch nicht wehtun. In Wirklichkeit innen drin schon so, das tut mir aber nicht weh. Mir tut ja viel mehr weh, wenn ich ihn nicht bei mir habe. Ist schon leider der falsche Weg und der falsche Ansatz. Und jetzt kommen die Ausnahmen. Da ist aber dieses Schreiben an ihn gerade gekommen. Das muss er doch bekommen. Und ich höre schon unten drunter, das Schreiben, okay. Aber in Wirklichkeit ist die Sucht da, den anderen jetzt zu treffen und einen Grund zu haben. Weil wenn ich einen Grund habe, dann war ja nicht ich derjenige, der kommt, sondern der Grund. Das Schlimme ist, beim Partner kommt es genauso an, wie es in Wirklichkeit nämlich ist. In Wirklichkeit ist bei ihnen eine Sucht, dieses Verlangen, den anderen wieder zu sehen und dem nachzugeben. Am besten jetzt, weil sie fühlen sich wirklich schrecklich und das weiß ich. Und sie fühlen sich morgen nicht viel besser und übermorgen auch nicht viel besser. Aber diese Zeit wird trotzdem vergehen und wenn sie jetzt dieser Sucht nachgehen, dann wird der andere es merken. Der andere, ich kenne, wie die andere Seite redet. Die andere Seite sagt Folgendes. Und, fragt ein Freund den Ex, wie geht's denn? Wie geht's denn deiner Ex-Partnerin? Und dann sagt er so ganz locker, ach, die hat sich jetzt eine Woche nicht gemeldet, aber ich habe schon gedacht, das hält sie nie durch, die steht ja noch total auf mich. Und tatsächlich hat sie gleich die erste Möglichkeit gewählt, um mich zu kontaktieren. Irgend so einen Brief von den Stadtwerken hat sie gleich angerufen und dann noch eine E-Mail dazu geschrieben und dann noch eine SMS. Und oh Gott, die geht mir so auf die Nerven. Dann hat sie mir diesen Brief vorbeigebracht. Ich habe gesagt, sie sollen einfach unten beim Pförtner abgeben, weil ich gar keine Lust auf Kontakt hatte. Und natürlich hat sie ihn dann hochgebracht. Meine ganzen Kollegen haben sie gesehen und so weiter und so fort. Ich bin extra in ein Meeting gegangen. Wie entwürdigend. Wie entwürdigend. Lustigerweise habe ich dann erlebt, wie die Frau wirklich geschafft hat, die Kontaktsperre richtig hart durchzuziehen. Und plötzlich kam dieser selbe Typ, der noch so arrogant da oben war, plötzlich runter. Und plötzlich hat er gesagt, sag mal, du hast dich ja gar nicht mehr bei mir gemeldet. Und plötzlich war er derjenige, der Kontakt gesucht hat. Und sie war diejenige, die gesagt hat, du meinst es überhaupt ernst? Soll ich dich überhaupt wieder nah an mich ranlassen? Weil du warst ganz schön verletzt das letzte Mal. Und sie haben es hingekriegt und sind zusammengekommen. Aber nicht in der Phase, wo sie noch jede Ausnahme genutzt hat, um ihn doch zu kontaktieren, sondern erst, als sie wirklich komplett eine echte Kontaktsperre gemacht hat. Wie geht man mit Briefen um? Man steckt sie einfach in die Post, schreibt drauf, verzogen die neue Adresse. Und wenn man die nicht weiß, dann sucht man die nicht selber im Internet, sondern man gibt sie irgendeinem Freund und sagt, hier, ich habe zurzeit Kontaktsperre mit meinem Ex. Bitte, tu mir einen Gefallen, such die Adresse raus und schick den Brief. Ans Amt schickt man einfach Sachen zurück. Rechnungen, die kommen, leitet man weiter. Aber ich muss doch die Rechnung. Sie müssen gar nichts. Was Sie müssen ist, Sie müssen aus dieser Position, wo Sie unten sind, rauskommen. Und lassen sich nicht von irgendwelchen Ausnahmen aus der Bahn werfen. Ganz wichtig, wenn Sie schon eine Woche Kontaktsperre hatten oder zwei, machen Sie alles kaputt, wenn Sie so einem billigen Impuls nachgehen. Was höre ich noch für Sachen? Also, ihm geht's nicht gut. Er hat meiner Freundin erzählt, dass er krank ist. Schön, dann ist er krank. Selber schuld, wenn er sich von Ihnen trennt und dann krank wird. Ja? Also, erst wenn die Person wirklich sagt, entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte dringend mit dir reden, weil du mir fehlst. Das sind die Sachen, wo sie langsam aufmachen können, aber nicht wegen irgendwas wie, er schuldet mir noch 10 Euro, ich muss mich bei ihm melden, es kam ein Brief vom Amt, ich muss mich bei ihm melden, jemand hat nach ihm gefragt, ich muss mich melden, irgendjemand will was von ihm, das ist ihnen alles egal. Sie müssen wertvoll und spannend werden. Und das werden Sie jetzt erstmal nur, wie bei der Achterbahn, wenn Sie für eine längere Zeit geschlossen sind, bis die Person sagt, ich hätte jetzt langsam schon mal wieder Lust, eine Runde mit der Achterbahn zu fahren. Keine Ausnahmen. Bleiben Sie hart. Es gibt immer tolle Tricks. Die E-Mails werden weitergeleitet an einen Freund. Schau du drüber. Stand was Wichtiges drin? Nee, stand nur irgendein Schrott drin, wie hoffentlich geht es dir gut und schade, dass wir können. Löschen. Brief. Geben Sie irgendwie Ihre Mutter, Ihrem Vater, Ihrem Bekannten, Ihrem Kollegen, kannst du bitte die Briefe weiterschicken, ich habe die aktuelle Adresse nicht. Und alles ist raus. Sie müssen unerreichbar sein, Sie müssen wieder spannend werden. Und mit all dem Wissen, was Sie über Ihren Ex-Partner haben, haben wir eine tolle Mischung, wenn er dann kommt, es richtig zu machen. Meine Erfahrung als Personal Coach ist, wenn Sie etwas Richtiges tun, dann passt immer alles zusammen. Und das ist auch hier so. Wenn Sie jetzt eine echte Kontaktsperre einziehen, eine kalte Phase, wie wir es auch nennen, dann haben Sie Zeit.
Diese Zeit ist zwar unangenehm, weil sie fühlen sich momentan nicht wohl, und das verstehe ich. Und das wird auch eine Zeit lang so bleiben. Aber gleichzeitig lernen sie in dieser Zeit etwas. Diese Inaktivität kann unangenehm und erdrückend sein. Wenn ihnen wirklich die Decke auf den Kopf fällt, dann machen sie einen Termin aus, Telefon, oder schreiben uns eine Mail. Wir helfen ihnen gerne weiter. Wenn es wirklich zu krass ist, melden sie sich bitte. Ja? Sodass sie in dieser Zeit wachsen, sich aufbauen, größer werden, stärker werden und für die nächste Runde Beziehung viel besser vorbereitet sind, es viel richtiger machen. Und deswegen ist diese Phase kein Fluch, den sie jetzt irgendwie durchwarten müssen, wie ich das häufig mitbekomme. Leute sagen, oh, diese Kontaktsperre, ich halte es nicht aus. Nein, es ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit, in der sie die Chance haben, eine bessere Beziehung in Zukunft führen zu können, ein besserer Partner zu werden und vor allen Dingen selber dazu zu lernen. Wenn sie es erfolgreich machen, werden sie sehr, sehr attraktiv und anziehend auf ihren Partner wirken und er wird sich vielleicht noch jahrelang Vorwürfe machen, falls er es nicht tut, dass er nicht sie sofort zurückgenommen hat. Weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute aus dieser Phase rauskommen, der Partner öffnet sich wieder, aber plötzlich sehen sie jemand Neues, der ihnen noch besser gefällt und sie fangen mit dem eine Beziehung an. Deshalb nutzen auch Sie ganz konkret diese Phase. Die nächsten Tage, schauen Sie in den Kalender rein und machen alle 4 Tage das nächste Coaching und bauen sich auf.